Dialog über den Medienwandel. Opa, weißt du noch, wie man sich früher informiert hat? Natürlich erinnere ich mich. Als ich jung war, waren Zeitungen und Zeitschriften sehr beliebt. Man kaufte sie, um zu erfahren, was in der Welt passiert, um aufschlussreiche Artikel zu lesen und schöne Fotos zu sehen. Auch das Radio war eine wichtige Informationsquelle. Man konnte Nachrichten hören, aber auch Unterhaltungssendungen und Musik. Aber wie war das mit dem Internet? Damals gab es noch kein Internet. Sogar ein Fernseher war nicht in jedem Haushalt vorhanden. Radio war aber fast überall zu finden. Kaum zu glauben. Inzwischen sind die meisten Zeitungen und Zeitschriften online. Radiosender können online gehört werden. Und Fernsehsender bieten ihre Programme im Internet an. Zu jeder Frage kann man im Internet oder mit Hilfe von KI in sekundenschnelle Informationen finden. Das stimmt. Das Internet hat die Informationssuche revolutioniert. Man hat Zugriff auf eine riesige Datenmenge und kann sich sofort über aktuelle Ereignisse informieren. Glaubst du, dass es in Zukunft noch gedruckte Zeitungen und Zeitschriften geben wird? Ja, davon bin ich überzeugt. Es hat etwas Besonderes, eine Zeitung in der Hand zu halten und darin zu blättern. Und es gibt immer noch viele Menschen, die Printmedien bevorzugen. Außerdem brauchen Bibliotheken, Museen und Universitäten gedruckte Ausgaben. In diesen Einrichtungen müssen die Informationen langfristig verfügbar sein und können nicht einfach online abgespeichert werden. Es ist also möglich, dass gedruckte Zeitungen und Zeitschriften in Zukunft eine Nischenrolle spielen werden. Aber ich denke, es wird sie weiterhin geben. Auch ich lese gerne Bücher und Zeitschriften. Ich mag den Geruch von Papier und das Gefühl beim Umblättern. Siehst du, Zeitungen und Zeitschriften wird es also noch lange geben. Welche Zeitungen und Zeitschriften hast du früher gelesen? Ich habe die Pravda, die Komoskaja Pravda, den Ogonik und die Smena gelesen. Und welche liest du? Ich lese den Kommersant auf Russisch und das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel auf Deutsch. Aber die lese ich online. Wirklich? Ich bin beeindruckt von deinen Sprachkenntnissen. Es ist gut, dass du auch fremdsprachige Medien liest. Ja, das versuche ich. Gut gemacht. Danke, Opa, für das spannende Gespräch. Bitte. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir zu reden.